Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Kingdom Come Deliverance. Und zwar zum sicherlich spannendsten Part, den ihr jemals gesehen habt. Und zwar, wir werden nur kochen. Wir müssen 60 Tränke herstellen. 9 haben wir. Wird also noch ein bisschen was dauern. Wir haben noch nicht die automatische Trankherstellung. Die würde uns einiges vereinfachen. Aber dann hätten wir halt an anderer Stelle brauen müssen. Nun gut, wir legen los. Ich bringe einmal jedem das Kochrezept bei, damit jeder auch zu Hause natürlich mitmachen kann. Wir benötigen Alkohol. Alkohol ist immer eine Lösung. Vergesst das nicht, das hat man schon in Chemie gelernt. Sagt ihr eigentlich Chemie, Chemie oder was sagt man noch? Ich keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Minze. Die hauen wir in den Mörser. Aber eine Minze wäre natürlich langweilig. Wir nehmen noch eine Minze. Für guten Atem. Zum Minzbonbons. Das zerkleinern wir. In einem Tempo. Das ist bahnbrechend. Passt auf. Dafür, wenn wir alles gut machen, kriegen wir 3 Tränke raus. Wir brauchen 60 und haben 9. Die geben wir jetzt in den Kessel. Ihr merkt schon, das wird mein Lieblingspart. Genau, dann bringen wir den Kessel mal kurz zum Kochen, indem wir richtig Feuer unterm Kessel machen. Nehmen die Uhr. Drehen sie. Ganz wichtig. 1 Handdurchlauf. Wir befeuern nochmal den Kessel. Damit er richtig, aber richtig heiß ist. Nehmen Baldrian zum Einschlafen. Hauen das auch danach. Aber ist Baldrian wird doch zum Einschlafen genommen, gell? Warum hauen wir das eigentlich in einen Trank, der genau das Gegenteil bewirken soll? Oder verwechsel ich da jetzt was? Ich habe keine Ahnung. So, die Herausforderung, jetzt zweimal die Uhr umzudrehen. Darf man nicht verwechseln. Wir hauen natürlich weiter auf den Blaseball. So circa bei der Hälfte hören wir auf. Jetzt nehmen diese Fiole und halten sie daran. Und jetzt drücken wir schon mal Q, um es nicht zu vergessen. Und das war dann der Schritt für 3 Tränke. Wenn alles gut ging. Wir sehen es gleich, dann müsste 12 von 60 dastehen. 12 von 60. Und das werden wir jetzt wiederholen. So sieht der heutige Part aus. So, Vorbereitung. Alkohol. Ich empfinde gerade, ich weiß nicht, wie es mir geht. Vielleicht liegt es auch dran, dass ich ein bisschen zu viel aktuell da schaue. Das war jetzt Minze, gell? Ich glaube schon. Ich schaue aktuell sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Und zwar Hand of Blood. Ein sehr, sehr lustiger Typ, meiner Meinung nach. Der hat mit Dark Souls 2 angefangen. Und bei jedem Tod kriegt er eine Strafe. Da schaue ich gern. Und irgendwie schwappt da, glaube ich, was von seiner Motivation gerade über. Kann ich sehr empfehlen. Falls ihr eine lustige Unterhaltung aussucht, die Parts gehen relativ lang bei ihm. Was muss ich machen? Feuer. Und zwar 1,5 Stunden. Also, ich sehe ja meinen Part schon so ein bisschen mit der halben Stundenlänge als Einschlafhilfe. Weil die meisten Fernseher zumindest, die ich kenne, haben so eine halbe Stundenfunktion. Ihr wisst sicher, was ich meine. Was? Nein, ich wollte... bin ich dumm? Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir nur 2 raus. So. Wir hauen nochmal die Uhr um. Das war jetzt dumm. So. Ja, und 1,5 Stunden ist, glaube ich, da hast du lang zu gucken. So. Also, wenn wir ganz viel Glück haben, konnten uns diesen einen Fehler erlauben. Aber ich glaube, es werden sogar nur 2. Irgendwie vertraue ich nicht auf meinem Glück gerade. Ich weiß nicht, wie groß da die Toleranz ist. Schauen wir mal. Dann hätten wir jetzt, wenn alles gut ging, 15 von 60. Oh. Ja, Vorbereitung. Reicht anscheinend noch. Also wir haben ein bisschen Bonus. Also ja, schaut euch gerne die Videos von ihm an. Auch sehr lustig. Ich habe ja Dark Souls 3-mal hier auf meinem Channel gebracht. Und jetzt die Vorgänger sich anzuschauen, macht mir zumindest auf jeden Fall
großen Spaß. Und das sind dann so Bestrafungen dabei, wie jetzt in Folge 4, die aktuell draußen ist, während ich das hier aufnehme. Da kriegt er einfach einen Wehensimulator angeschlossen für 15 Minuten. Gut, dass wir das hier nicht bei dem Spiel machen. Da bin ich sehr froh, es relativ human zu halten. Aber lustig zu sehen, wenn andere das abkriegen. Ach ja. So, jetzt da. Wir fangen wieder an mit Feuer. Wir haben das halt bis jetzt gerade mal 5-mal gemacht. Mal gucken. Ich hoffe halt, wir kriegen währenddessen die automatische Trankherstellung. So, wir nehmen schon mal das Baldrian. Ich weiß gar nicht, wie viel wir von den Zutaten noch haben. Müssen wir dann mal gucken. Aber nun gut. Was auch gerade ganz schlimm ist, ich denke, jeder von euch kennt das. Aber ich habe gestern, ja gestern war es, Pizza gegessen. Und ich habe mir einfach so den Mund verbrannt. Das ist ganz schlimm. Okay, Entschuldigung. Dann erzähle ich nichts mehr. dieses Ruhe da im Hintergrund. Ich hoffe, jeder hat es gehört. War das jetzt schon das 2. Mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Scheiße. Ich glaube, jetzt war ich lost. Oder? Habe ich alles rein? Ja, anscheinend. Gut, ich war doch nicht lost. Langsam müssten wir aber mal wieder ein Level aufsteigen. Sind wir mittlerweile weit genug? Da schaue ich erstmal, ob der uns vielleicht nochmal unterrichten kann. Ja, in der Alchemie. Würdest du mich? Sind wir Level 10? Ich möchte meine zuerst muss. Okay. Lass mich mal kurz nachschauen, welche Stufe sind wir denn? Und wie weit stehen wir da? Hauptstufe 10 sind wir. Alchemie sind wir 9,5. Okay, beim nächsten Level up können wir dann was. Vielleicht kriegen wir dann auch die automatische Trankfähigkeit. Vielleicht aber auch erst später. So. Du hast nicht alle zu... Achso. Das da war's. Gut. Ich habe mir auf jeden Fall den Mund verbrannt und das ist so schlimm. Aber es gibt auch schlimmere Dinge. Das auf jeden Fall. Ich möchte jetzt mich nicht hinstellen, als wäre das ein Weltuntergang. Es ist aber... Was mir auffällt gerade mal. Ich nehme immer sehr spät auf, fällt mir mal auf. Sollte ich mal vielleicht gucken, dass ich das ein bisschen ändern kann. Jetzt müssen wir das Ganze klein machen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir können kurz über die State of Play reden. Ich dachte ja schon im letzten Part, dass wir das Ganze hier braun werden. Aber dann hat sich die andere Quest da so dazwischen gemogelt. Gut, ja, State of Play. Es fing an mit irgendeinem Spiel, was so eine Mischung, also aus modernem Spiel und so ein Dino-Spiel war. Ich kann damit nicht wirklich was anfangen, also für mich ist es nix. Aber anscheinend haben sich ein paar da sehr drüber gefreut. Ich glaube, das kam von Capcom. Deswegen haben sich sicherlich auch einige drüber gefreut. Aber nun gut. Für mich war das zweite Spiel das Highlight, und zwar Ghostwire Tokyo. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe gar keine PS4 oder PS5. Die letzte PlayStation, die auf der ich gespielt habe, ich auf der PS4 bei einem Freund, aber die ich auch besessen habe, war die PS3. Und dann bin ich eigentlich zur PC übergegangen, weil der PC halt fast alles hat und kann. So, warte mal, habe ich da jetzt schon umgedreht? Ich mache mal so eine Mischung. Ich weiß gar nicht, ob ich schon umgedreht hatte. So, wir füllen einfach mal ab. Mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall mein Highlight, auch wenn ich es halt nicht spielen werde. Ich muss aber sagen, und sonst kam eigentlich auch kein Highlight wirklich. 21, das passt soweit, gell? Ja. Ich mache unterbewusst anscheinend alles richtig. Okay, und uns fehlen Zutaten. Das ist jetzt schlecht.
Hast du neue Zutaten? Verstehst du was von Kräutern? Übungen? Alchemie? Ah nee, warte mal, das war das Falsche. Wollte vielleicht ein andermal. Lass uns handeln. Hast du neue Sachen? Gerade zumindest nicht. Das ist schlecht. Wir müssen mal gucken, wo wir Sachen herbekommen. Haben wir hier irgendwo eine Kräuterkundlerin im Wald? Hier haben wir noch einen Alchemietisch. Aber hier, hier, guck mal, Kräuterkundler. Dann schauen wir doch mal kurz nach da vorne. Die haben wir, glaube ich, noch nie aufgesucht, gell? Das muss ja hier sein, würde ich sagen. Da hat sich das Pferd auf jeden Fall gelohnt. Schloss knacken ist sehr schwer, ist vielleicht nicht das, was wir machen sollten. Aber ich sehe auch keinen anderen Weg, wenn ich ehrlich bin. Erstmal was essen. Machen wir das mal. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Können wir es erst schwer knacken? Nö. Das heißt, wir sind vor unmachbaren Möglichkeiten stehen geblieben. Was haben wir hier? Hier waren wir noch nie. Wollen wir da mal hin? Was sonst? Wo ist denn die nächste? Hier haben wir eine Mühle. Wahrscheinlich hier, oder? Ja. Dann gehen wir halt erstmal hier hin. Und holen da Sachen. Man muss ja mit dem auskommen, was man kriegt. Oh. Ja. Ich hoffe, die hat auch dann auch die Sachen, die wir brauchen. Sonst haben wir ein richtiges Problem. Ich nehme aber auch den kleinsten Eingang. Das muss man auch vielleicht mal dazu sagen, dass man das durchaus besser wählen könnte. Ich sollte in Zukunft, warum reite ich eigentlich immer hier querfeldein? Wenn ich hier über den Weg gehe, habe ich es viel angenehmer. Aber den sieht man halt so schlecht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich unterbewusst immer übers Feld reite und mir noch nicht einmal die Mühe mache, hier den Weg zu suchen. Was wollte ich sagen? Ach ja, hoffentlich hat hier alles, was wir brauchen. Wir brauchen Baldrian und Minze. Das ist das, was wir aktuell benötigen. Was ist Schmied entdeckt? Habe ich den vorher noch nie gefunden? Das sind wir doch schon ein paar Mal vorbeigeritten, oder nicht? Okay. Nun gut. Wo ist die gute Person? Muss ja einer von denen sein. Du bist... Hallo, Scharlatan. Ich kenne dich. Von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Was? Oh, wir sind ganz schön dreckig. Du warst in einem Boot aus Knochen. Und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Wir sind nicht Jesus. Ja, erzähl mir halt mal davon. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum? Ja. Der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel wäre. Wunderhandel. Das kann nicht euer Ernst sein. Heute ist wohl mein Glückstag. Oh, dann habe ich also Glück. Im Gegenteil, ich bin der Glücksblitz. Wie heißt du, junger Mann? Sag was anderes. Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Nein. Wer bist du? Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen. Indem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze,
Talismane und Glücksbringer. Mir fällt gerade auf, wenn ich hier immer so mit meinen Beinen wackel, sieht es so ein bisschen komisch aus in der Cam. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Viel körperliche Arbeit und das Erlangen von Kenntnissen in Medizin, Theologie und weißer Magie. Du wirst die Werke der alten Gelehrten studieren und deine Nächsten zu verstehen lernen, indem du ihnen zuhörst und ihre Seelen liest. Das klingt ziemlich herausfordernd. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Wir können ja mal Ja sagen. Ja, ich werde gern dein Lehrling. Ob wir es dann machen, ist egal. Oh, du schöner Tag. Ich habe so, der soll mir erstmal seine Samen verkaufen. Womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeit. Bitte nichts kochen. Brauen. Was auch immer. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Salami. Ist schon mal schön, dass er davon ausgeht, er muss es klauen. Fahre fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Ich überlege gerade, ob das einer von den Kranken ist, der mir was sagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenkel gesagt. Aber das ist unwichtig. Nein, eigentlich nicht. Aber ist das nicht Betrug? Ja und nein. Verkaufe ich den Zahn als den des heiligen Prokop, ist das sicherlich Betrug. Verkaufe ich ihn jedoch als den Zahn Prokops von Sasau, sieht die Sache anders aus. Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich träg sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Naja. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Kommt nur her! Ein Festmahl für gut, Augen ich werde ihn beschaffen. Warum haben wir da nochmal zugesagt? Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Ja, da können wir jeden Baum einfach nehmen, doch gefühlt wir schmücken den kurz und dann brechen wir einen Zweig ab. Steht hier irgendwo ein Weihnachtsbaum? Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Von welcher Kirche? Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie welche Kirche? Der meint ja nicht das Kloster, oder? Wie haben sie ihn schließlich hochgebracht? Das ist auch richtig. Also gut. Ich glaube, der Zweig wird noch das leichteste. Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Ihn besiegen. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oder er hat Glück, oder er hat gezinkte Würfel. Oder
Er weiß einfach von seinem Handwerk Bescheid. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Sagt es immer. Gut. Also gut, ich hole dir die Pfote. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Wenn der noch einmal sagt, mein Knecht, dann... Alchemie? Du mich in der Achso. Ich denke... Und auch beim Taschendiebstahl. Achso. Was? Warum Spiel gespeichert jetzt? Nahrung? Nein, sonstiges. Minze? Der hat nur eine Minze. Ja, das war's dann aber auch. 05. Letztes Angebot. Dann vergiss es. Gut, dann lass es. Ey, für das eine Ding. Das, also, unfrech. So, was könnten wir denn dann machen? Wo kriegen wir Zutaten her? Das war der von dem Ort. Wir könnten natürlich nach Ratai. Wir könnten uns auch erstmal auf die Suche nach dem Bier machen. Hier waren wir, gell? Ja, ich glaube, hier waren wir. Dann machen wir uns doch mal auf nach Ledeschko. Gibt es hier so einen Kräuterkundler? Wir haben hier noch ein paar Fragezeichen. Wir kreisen die vielleicht mal ab. Bin ich auf meinem Pferd? Ja, schon, oder? Ich glaube schon. Ja, weil sonst so ohne Zutaten können wir natürlich nichts machen. Das ist, erklärt sich von selbst. Hier in diesem Gebäude waren wir, glaube ich, auch noch nie, oder? Ich glaube nicht. Gibt es da irgendwas? Auch ein bisschen schade, muss man sagen. Klar, bei diesen Überfällen kann man pausieren und kommt dann raus. Aber warum kann ich jetzt nicht beispielsweise Escape drücken und dann da rausgelassen werden, wo wir sind, wenn er schon diese Schnellreise in echt unternimmt? Wäre ein cooles Feature. Einfach. Wenn man denkt, da ist was Cooles, was man sich vielleicht mal anschauen könnte und dann einfach da raus könnte. Cool, die Welt baut sich auch erstmal auf. Wo fangen wir an? Wir fangen an bei F. F für Verlierer. Und Verlierer schreibt man mit F. Wird. Zu deinen Dienst. Ich bräuchte ein paar Fässer Bier. Ich habe nichts, das den Weg dorthin überleben würde. Und ich will nicht hängen, weil ich jemanden vergifte. Okay. Zumindest ehrlich. Auch wenn ich mir ein anderes Ergebnis erhofft hätte. Dann müssen wir zumindest... Warte mal, das F ist jetzt hier immer noch, gell? Dann muss ich mir merken, genau. Das hatten wir, das hatten wir. Dann bleiben nur noch das da. Oder das. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Fragezeichen. Achso, Moment, ich muss die... Wie mache ich die Karte wieder auf groß? Vollbild hier. Ach. So. Da hinten. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Händler. Vielleicht hat er ja das, was wir ersuchen. Hallo. Gott sei mit dir. Ja, und mit dir. Ich bräuchte... Minze. Nehmen wir. Ja, und Baldrian hat er leider nicht. Wenn ich ja... Ne, hat er nicht. Okay. Aber wir nehmen die Minze erstmal. Aber nicht für sie. Lass uns über den Preis sprechen. Na gut. Mach 5,4. Ist das genug? 5,5. Das ist zu wenig. 5,6. Sehr schön. Dann gucken wir mal wieder auf die Karte. Dann haben wir hier hinten noch... Nein, das wollte ich gar nicht. Das da? Ja. Das sind beide Fragezeichen-Dinger. Das haben wir ja. Müssen wir uns mal... Was haben wir hier? Das ist aber nicht... Wie sieht Baldrian aus? Oh. Ja gut, wir pflücken mal ein bisschen, glaube ich. Oh, das war eins.
Ich könnte jetzt natürlich weiter Händler aufsuchen oder wir pflücken das ganz kurz. Aber dass wir immer so einen Bereich looten direkt. War das ein Skill oder warum machen wir das? Und leveln wir damit irgendwas? Müssen wir mal gucken. Ich glaube aber, wir haben noch nie was gelevelt durchs Aufsammeln, gell? Außer vielleicht das normale Level. Also hauptstufenmäßig. Na komm. Das könnten wir vielleicht damit leveln. Das war's dann aber auch. Zum Glück ist das hier ziemlich groß. Und wir brauchen immer nur eins. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo man Minze herbekommt, so auf die Sprünge zum Sammeln, könnten wir das auch noch sammeln, aber das weiß ich nicht. Und es ist jetzt auch zugegeben nicht das Spannendste, was man machen kann. Na komm. Aber was getan werden muss, muss getan werden. So ein bisschen Fleißarbeit. So. Ja, und dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Gut, der Part geht noch gut 4 Minuten. Beim nächsten Mal werden wir einfach da weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Wie viel haben wir jetzt? 21, oder? Von den Kräutern. Das heißt, wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Aber wir haben jetzt gute Zutaten. Zumindest was Baldrian angeht. Minze können wir ja anscheinend auch an mehreren Stellen kaufen. Und ich muss mich dringend mal waschen. Das sieht selber bescheiden aus, um es gut und höflich zu sagen. So. Ich möchte jetzt auch gar kein Thema mehr groß ansprechen, nur leider ist die Musik irgendwie gerade nicht da. Oh, doch, Kräuterkundisten. Sind wir Stufe 7? Pferdekraut, Botanika. Kreuzheben. Das wäre was Geiles. Aber dafür brauchen wir Stufe 10. Wenn du in der Sattel... Achso, okay, das kennen wir ja. Woher haben wir die ganze Kräuterkunde eigentlich? Wir haben doch noch nicht so viel gesammelt, oder? Und wir haben ja jetzt auch nur beispielsweise ein Level gemacht. Na komm, Schafis. Achso, das ist die mal ganz kurz mit den... Okay, hier mein Bäcker und wir gehen mal ganz kurz dahin, wo das andere Fragezeichen ist. Das war hier irgendwo. Ich glaube hier, gell? Ja, aber wir müssen noch eine... Okay, Mühle. Gut, dann haben wir das Dorf hier zumindest auch mal aufgedeckt. Gehen wir noch hoch und sammeln noch ein paar Kräuter weiter. Ja, beim nächsten Mal habe ich dann hier hoffentlich auch, habe ich ja im letzten Part erklärt, für euch am Freitag. Also auch schon ein paar Tage her. Für mich ist das gerade mal eine halbe Stunde her. Ist das, oder habe ich das hier erzählt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Alzheimer kickt rein. Ich bin jetzt 21, da kickt Alzheimer richtig. Nee, da ist dann der Sound hoffentlich auch ein bisschen besser. Aber ich höre es immer schlechter tatsächlich, als es dann auf der Tonspur ist. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist es ein bisschen empfindlicher, weil ich es direkt abgreife. Das kann natürlich sein. So, wie viel Baldrian haben wir denn? Bald können wir es verkaufen. Oh. Ja, da kann man noch ein bisschen 90. Hä, haben wir so viel jetzt gerade eingesammelt? Weil gekauft haben wir 10. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davor hatten, aber gut, ich habe jetzt eine ganze Wiese abgeerntet, aber nun gut. Apropos Wiese, ich hoffe, das Wetter bleibt so stabil. Aktuell ist ja das Wetter sehr cool. Ich wollte mir jetzt eine Mischung aus cool und gut machen. Das ist dann gut. Ich war nämlich vorgestern eine längere Runde einfach mal laufen.
Und das ist ganz schön, muss ich sagen, bei dem Wetter aktuell. Es ist zwar relativ frisch, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich bin ja eh eher der Wintermensch. Aber am besten ist Winter mit Schnee. Also ohne Schnee ist jetzt nicht so geil, vor allem wenn es so nasskalt ist. Das ist, nee, muss nicht. Aber ich bin halt sehr anfällig auch bei Sonne. Ich krieg so schnell einen Sonnenbrand, das ist nicht mal lustig. Nee, und es war ganz schön, weil einfach die Sonne so, da war das erste Mal richtig. Auch heute. Und ich hoffe, das setzt sich durch. Gut, wir haben jetzt... Okay, wir haben 116. Das sollte ausreichen für die Tränke, die wir brauchen. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.